Dann darf ich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Brückentag des VfL Osnabrück gegen den SV Meppen. Ich begrüße beide Trainer hier oben auf dem Podium, Rico Schmidt, Trainer des SV Meppen, und unseren Cheftrainer Daniel Scherning. Herr Schmidt, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Glückwunsch an den Derby-Sieger VfL Osnabrück, an meinen Kollegen. Das tut trotzdem weh, wir sind Sportler, es kümmert sich, aber es tut weh. Zu beglückwünschen, weil wir wollten hier gewinnen. Ich denke, dass wir das von Beginn an gezeigt haben und nicht nur über 20 Minuten oder über 30 Minuten, sondern in Summe über weite Strecken des Spiels, dass wir das Spiel hier gewinnen wollen. Wenn wir reingehen, fast perfekte erste Halbzeit mit dem Makel des 0-1, wenig Fehler zugelassen, einmal den Fehler gemacht. Da hat es geklingelt, so kurz vor der Halbzeit, das tut natürlich nochmal doppelt weh. Aber davor müssen wir einfach führen. Und das ist schon ein Auftrag für die nächsten Tage, wenn wir dann morgen in der Regeneration sind, ab nächste Woche Tore, Tore, Tore. Also beste Gelegenheiten, die kriegst du nicht so häufig, auch schon erst recht nicht hier in Osnabrück und in so einem Derby. Da muss es klingeln im Gebälk, da muss es 0-1 stehen, 0-2, dann schütteln, muss sich der Gegner schütteln und da ist das Stadion noch ruhig. Also wirklich eine fast perfekte Halbzeit. Wir haben viel Tiefe entwickelt nach vorn. Gehen mit dem 0-1 in die Halbzeit. Dann haben wir uns nochmal auch so die Dinge zurechtgelegt. Da sind wir auch nicht bei Schuld, so weiß überhaupt nicht. Wie können wir das neu nochmal strukturieren? Vor allen Dingen, das ganz wichtig war mir, dass wir das Spiel eng halten, dass wir jetzt nicht mit wehenden Fahnen anfangen und vielleicht in der 48., 53. Minute das 0-2 kriegen. Und dann ist das Spiel, dann hat das schon eine Richtung bekommen, wo du es schwer hast, dann nochmal das zu drehen. Wir haben es richtig stark hinbekommen, von der ersten Minute an zweiter Halbzeit die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, trotzdem auch eine Kontrolle auch in der Deckung zu haben, wenig zuzulassen. Das muss man trotzdem im Kontext sehen. Es ist eine starke Mannschaft mit starken Offensivspielern aus Osnabrück. Und da hat man ja auch unsere sehr, sehr guten Möglichkeiten. Bis zum Schluss druckvoll gespielt, alles gegeben. Beide Mannschaften auch sehr fair insgesamt für ein Derby. Was das Publikum betrifft, natürlich Anforderungen und so weiter und so fort. Das gehört mir dazu, aber ich glaube auch auf dem Feld war das mit ein paar Nicklichkeiten, das gehört auch mit dazu, aber insgesamt fair, das war eine gute Spielleitung des Schiedsrichters, das hat das auch seines mit dazu gegeben. Ja, schlussendlich heute nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern unterm Strich irgendwo auch die cleverere, die diesen einen Fehler dann genutzt hat. Und ja, für uns heißt es, diese starke Leistung auswärts jetzt mitzunehmen. Im Kontext bedeutet das, warum so nicht zu Hause gegen Freiburg, dort haben wir Punkte liegen gelassen, natürlich auch heute mit dieser Mehrzahl an Chancen, die wir hatten. Und das auch positiv mitzunehmen, tolle Unterstützung unserer Fans. Nochmal bedanken wir uns für die 750 mitgereisten Meppner-Fans, die dort auch alles gegeben haben. Ja, wir können trotzdem hier mit erhobenen Haupt vom Feld gehen. Riesenkompliment an meine Mannschaft, an mein Team, was wir hier reingepulst haben. Und natürlich tief enttäuscht, dass wir hier nicht mit Punkten nach Hause gefahren sind. Danke. Vielen Dank, Herr Schmidt, für Ihre Einschätzung, auch für die Glückwünsche. Daniel, jetzt sind wir natürlich auch gespannt auf deine Worte nach dem Spiel. Ja, danke für die Glückwünsche. Es war nicht das Spiel, was wir haben wollten. Das muss man klar sagen. Wir haben es nicht geschafft, auch schon in der ersten Halbzeit nicht geschafft, viele zweite Bälle zu gewinnen. Das war eigentlich unser Ziel in beiden Spielrichtungen, weil wir mit dem Ball auch immer wieder gezielte lange Bälle einbauen wollten. Ja, einfach auch gerade im Umschaltspiel nach Balleroberung, ich glaube, eine klare Situation gehabt, das war das Tor zum 1-0, wo wir es gut nach einem Gegenpressing-Moment und dann nach einem tiefen diagonalen Ball gut zu Ende spielen. Und trotzdem haben wir da zu viel liegen lassen. Dementsprechend sind wir auch nicht so gut in der Restabsicherung gewesen, weil wir gar nicht reingekommen sind, weil das Spiel viel zu wild dann war aus unserer Sicht. Was auf der einen Seite mit unseren Fehlern zu tun hat, auf der anderen Seite aber auch mit einer sehr, sehr guten Leistung des Gegners, glaube ich, über 90 Minuten. Haben wir in der Halbzeit, ja, nach diesem natürlich Momentum für uns, wo wir 1-0 in Führung gehen, auch nochmal diese Wichtigkeit zweiter Bälle angesprochen, Tiefensicherung und auch Restverteidigung und kommen dann raus. Und ich glaube, wir kriegen in den ersten 5, 6, 7 Minuten 3 oder 4 Standards gegen uns und
Das war dann keine einfache Phase, die wir überstehen mussten. Wir haben versucht zu wechseln, noch ein bisschen was umzustellen, um einfach mehr Zugriff zu bekommen. Und man muss sagen, dass uns das inhaltlich heute einfach nicht gelungen ist, ein gutes Spiel abzuliefern. Aber, und dafür brauchen wir uns auch nicht schämen, solche Tage gibt es. Was die Mannschaft dann emotional und an Charakter reingepackt hat, war dann auch sehr, sehr wichtig. Die Zuschauer waren wieder sehr, sehr wichtig. Und ja, so solche Spiele gibt es. Du bist natürlich total froh, dass du dann solche Spiele oder so ein Spiel gewinnst. Wir haben schon bessere Heimspiele und schon bessere Spiele insgesamt gemacht und haben da sicherlich auch viel zu tun. Weil eins muss man auch klar sagen, viele von diesen Spielen, wo der Gegner dann doch besser ist, darfst du dir nicht erlauben, weil viele davon wirst du nicht gewinnen. Und dementsprechend gibt es viel zu tun, viel zu besprechen. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dieses Spiel gewonnen zu haben, einen Derby-Sieg errungen zu haben und freuen uns natürlich auch für die Fans. Euch weiter alles Gute, viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate und ja, danke. Vielen Dank, Daniel. Wir haben beide Trainer gehört. Möglicherweise sind noch Fragen offen geblieben. Ich schaue mal in die Runde, dann würde ich das Mikrofon bringen. Daniel Scherling, gibt es denn eine Erklärung, warum Meppen in der zweiten Halbzeit so stark war? Naja, ich habe das ja gerade schon gesagt. Auf der einen Seite einfach, weil sie eine gute Leistung abgeliefert haben und auf der anderen Seite, weil wir das nicht so verhindern konnten, was wir verhindern wollten. Wir wollten mehr zweite Bälle gewinnen. Dadurch kann sich ein Spiel entwickeln in eine der beiden Spielrichtungen. Da war Meppen deutlich besser als wir heute. Wir haben uns zum Teil zu früh rauslocken lassen. Dann wurden Räume bespielt, die wir normalerweise dann auch im Griff haben müssen. Und dass das ein unangenehmer Gegner ist, das war uns vorher klar. Und dass das auch hier nicht einfach so, diese Konstellation bedeutet ja nicht einfach, dass wir ein Spiel gewinnen, ein Heimspiel gewinnen, sondern da kommt ein richtig guter Gegner, der auch schon viele gute Spiele dieses Jahr gemacht hat und den musst du bespielen und das haben wir nicht so geschafft, wie wir es uns vorgestellt haben und dementsprechend sind wir nicht zufrieden und das liegt dann sicherlich immer an beiden, an der eigenen Leistung und auch am Gegner. Nochmal, da gibt es viel zu verbessern, aber in erster Linie müssen wir da auch gucken, auf uns schauen und gucken, was wir besser machen können, um dann gerade mehr Struktur auch in unsere Balleroberung zu bekommen. Das war mir einfach zu wild, zu einfach dann, zu unseriös auch zum Teil Richtung gegnerischem Tor. Und dadurch hat sich dann so ein Zwei-Zonen-Spiel auch teilweise entwickelt, wo eigentlich kaum Übergang drin war. Und dementsprechend sind wir auch mit der Leistung insgesamt nicht so zufrieden. Gibt es weitere Fragen? Zwei Spieler und zwei Fragen. Einmal zu Philipp Kühn. Wie bewertest du sein Spiel heute, gerade in den Situationen in der Anfangsphase und auch auf die ganze Saison gesehen? Bertrand hat 11 gestanden, hat ein Tor gemacht. Er hat es ja schwer gehabt, hier reinzukommen, hat das ja auch selbst gesagt. Glaubst du, dass ihm das jetzt auch einen weiteren Schub geben wird? Um ja. Urteil zu sein? Ich nehme erstmal Sören auf, fangen wir von hinten an. Er hat aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gemacht. Hat unter der Woche auch sehr, sehr gut trainiert, war in Braunschweig präsent nach seiner Einwechslung und hat sicherlich auch nicht alles richtig gemacht, gar keine Frage, wie der Rest der Mannschaft, aber diesen einen Moment haben wir dann genutzt über ihn, ja, durch eine Spielverlagerung diagonal flach und dann durch einen klaren Abschluss, einen klaren Torabschluss von ihm. Und das habe ich auch vorher angesprochen, das sind Sachen, die wir brauchen im letzten Drittel, einfach Klarheit in unseren Aktionen. Und ich habe kein Problem damit, wenn ein Ball dann auch mal nebenher geht und drüber geht. Aber wir müssen da deutlich häufiger dann auch in Abschlusspositionen kommen, Situationen zu Ende spielen. Das hat er da in dem Moment gut gemacht. Dementsprechend hat er sich auch für die Woche über und auch für die Leistung nach der Einwechslung in Braunschweig auch einfach belohnt. Und bei Pipo ist es so, dass er ähnlich wie gegen Bremen uns heute natürlich auch hier im Spiel gehalten hat. Sehr, 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 sehr viele gute Momente des Gegners dann noch als letzter Mann verhindert hat, sehr präsent war. Und das habe ich damals in Bremen auch oder gegen Bremen auch schon betont. Solche Spiele gibt's. Und dann brauchst du A, Charakter, Mentalität und dann natürlich auch einen guten Torwart, eine gute Verteidigung in bestimmten Situationen, die haben wir heute gehabt. Und deswegen haben wir sicherlich auch das Spiel gewonnen. Gibt es noch offene Fragen? Du hast ja neulich bei anderer Gelegenheit gesagt, dass du die Spieler auch dazu ermunterst, in 1-gegen-1-Duelle zu gehen und versuchen durchzuspielen. Ja. Heute hatten wir, oder ich zumindest, den Eindruck, dass bei einigen
dadurch eben der Abschluss auch verhindert wurde. Simakala, Klaas in der ersten Halbzeit auch eigentlich ungewohnt von ihm. Ist das eine richtige Wahrnehmung? Ist da zu viel versucht worden in dem 1 gegen 1? Naja, es kommt immer darauf an, wo das 1 gegen 1 stattfindet. Dass ich von unseren Außen im 4-3-3 erwarte, dass die Situation im letzten Drittel im 1 gegen 1 auflösen, ist ja klar und auch wird immer weiter Bestandteil unserer Spielidee sein, weil wir das einfach brauchen. So hast du eine Möglichkeit, hinter die letzte Linie zu kommen. Das ist eins der Muster, die wir haben wollen. Aber natürlich nicht im Übergangsspiel, nicht in Momenten, wo es sich dann anbietet, auch nochmal klarer in 3 gegen 3 oder 4 gegen 3 Situationen einfach eine andere Lösung zu bespielen. Und da muss man sich dann sicherlich auch die Situation dann nochmal genau angucken, wo war es, wie war die Konstellation. Aber den Mut, in 1 gegen 1 Momente im letzten Drittel zu gehen, den will ich immer weiter sehen und wird auch weiter Bestandteil natürlich unserer Spielidee sein.